Der Schnurr, auch das Schnurrviertel genannt, ist ein mittelalterliches Gängeviertel in der Altstadt Brems. Zahlreiche Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand erhalten und vermitteln einen romantischen Eindruck vom Leben in früheren Zeiten. Aber es ging dem Viertel damals nicht annähernd so gut wie heute. Der Schnurr war ja ursprünglich eigentlich ein Arme-Leute-Viertel. Das war hier keinesfalls begehrte Wohn- und Arbeitsfläche, einfache kleine Handwerker, aber eine gute Gemeinschaft, eine enge Gemeinschaft von Leuten, die hier gearbeitet haben. Wo nun auch der Künstler Roland Philips arbeitet. Es waren die Architektur- und die Kunststudenten, die sich hier sehr stark engagiert haben und den Ärmsten der Armen sozusagen Stützenhilfe gegeben haben und es geschafft haben, dass hier Anfang der 70er dieses Viertel unter Denkmalschutz gesetzt wurde. Ich bin Digitalkünstler und habe hier vor 4,5 Jahren die Art 15 mit Kunstkollegen eröffnet. Ja, heute sind wir 15 Künstler, die sich hier im Schnurr engagieren. Diese Gemeinschaft von Künstlern liegt im Herzen des Schnurr. Unter dem Dach des ältesten Giebelhauses von Bremen, 1402 erbaut, hat die Art 15 eine ganz besondere Atmosphäre. Es gibt hier Kunst von Malerei über Foto bis digital, von Landschaft bis Porträt und von Grafik bis Skulptur. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Frage aufkam, macht man das Viertel dem Erdboden gleich oder macht man was draus? Da ist daraus dieses wahnsinnig hübsche, puppenstubenartige kleine Viertel geworden, das man jetzt bewundern kann mit Cafés und kleinen Läden. Also ein Ort, wo man sich wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlt als im historischen Schnurr. Das Geschichtenhaus gibt es jetzt 10 Jahre. Wenn Sie zu uns kommen, dann wandern Sie durch die Zeiten. Sie durchqueren tatsächlich die Historie und treffen auf Menschen, die so gelebt haben oder so gelebt haben könnten und blicken auf kleine Miniaturen, kleine Szenen aus der Geschichte. Am Ende setzt sich daraus ein Bremen-Bild zusammen. Und Sie wissen, behaupte ich immer, alles, was Sie über Bremen wissen müssen oder haben zumindest einen wirklich guten Eindruck davon, wie diese Stadt ist und wie sie so geworden ist. Ich war schon etliche Male hier mit meinen Enkelkindern und das ist immer ein Highlight. Für die Kinder natürlich die Schokolade. Ne? Wir sind bestimmt nicht das letzte Mal hier. Wir kommen häufiger wieder. Es hat uns sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Mittendrin statt nur dabei. Das ist das Motto des Museums. Und das geht auf. Denn der Laden ist gut besucht. Hier kann man mitmachen, zuhören, zusehen und sogar was schmecken. Ob die Schokolade gleich von nebenan kommt? Denn hier gibt es genug davon, in vielen Varianten, wie zum Beispiel Pralinen, Trüffel oder Gebäck. Mit besonderen Schokoladenspezialitäten und handgefertigten Pralinen wollen Daniel Schröter und Chefschokoladier Annika Brunkhorst den Bremern Schokoladierkunst auf höchstem Niveau demonstrieren. Man isst nicht den ganzen Tag Schokolade, aber natürlich muss man Schokolade mögen. Unsere Schokolade wird speziell für uns hergestellt in Paris. Sie hat einen zarten Schmelz. Die braune hat eine Karamellnote. Das kommt daher, dass der Zucker karamellisiert wurde vorher. Bei der Schröter Schwarzen haben wir eine leichte Säure. Dadurch wird sie trotz der Bitterstoffe bekömmlich. Wow, das sieht ja super lecker aus. Süßes gibt's dann auch noch mehr im Schnurr, sowie Liköre und den berühmten Bremer Babbler. Schräg gegenüber ist das Spezialgeschäft für Papiermodelle und Bastelbögen aus aller Welt. Manno Marten bastelt für sein Leben gerne, aber nicht mit irgendwas. Ich bin mit dem Material Papier groß geworden. Am Anfang hatten wir halt so Skulpturen und ähnliches. Und nach sind das halt immer mehr Bastelbögen geworden. Und wir haben angefangen, die Bögen aus der ganzen Welt zu sammeln. Dass wir nicht nur die Sachen aus Deutschland haben, sondern
aus Niederlanden, Italien, Spanien, USA, Japan, alles, was wir finden können und was interessant und schön ist, versuchen wir in den Laden zu holen. Und das ist so allerlei. Lustige Pinguine und gefährliche Drachen mit einer ausgeklügelten Mechanik, was man aus Papier nicht alles machen kann. Das ist die Flying Merkel. Sehr schönes, altes Motorrad aus den USA, aus Ohio. Hat nichts mit der Bundeskanzlerin zu tun. Das ist eine Firma, die hieß Merkel Motor. Und die haben früher mal die Flying Merkel gemacht. Tolles Modell, etwas detailliert, vielleicht nicht gerade was für Einsteiger. Bauzeit vermute ich mal 3 bis 4 Tage, wenn man viel dran arbeitet. Aber tolles Modell, wenn es fertig ist. Und hier kann so einiges fliegen. Seit 28 Jahren betreibt Manno Marten mit seinem Vater zusammen das Atelier GAG. Insgesamt gibt es hier 2000 Modelle in allen Varianten und Schwierigkeitsstufen. Lediglich auf die Militärmodelle hat der 45-Jährige verzichtet. Dafür ist der Laden zu klein. Und wie lange dauert das so, bis das fertig ist? Man muss es nicht an einem Stück durchbauen. Man kann mal eine halbe Stunde basteln und dann irgendwie die Sachen beiseite packen, auch mal für eine Woche liegen lassen. Und wenn dann schlechtes Wetter da ist, hat man immer schöne Aufgabe, um dran weiterzumachen. Also für Jung und Alt eigentlich eine sehr tolle Sache, die nicht so kostspielig ist, aber sehr viel Spaß machen kann. Und dann gibt es da noch einen im Schnurrviertel, den man nicht vergessen darf. Abracadabra, anderes Punkt, Simsala. Und noch eine Münze. Gucken Sie bitte diese Seite. Sie verstehen echte Kunst. Wie geht das noch ein? Entschuldigung, Ihre Hand. Ja, drehen, das ist meine Geste. Ja, vielen Dank. Sehr nett. Bremen. Ja, du musst es sehen. Herzlich willkommen in Bremen. Der heutige Zustand im Viertel ist ein Versuch, sowohl die architektonische Vielfalt und die Stilepochen als auch die geschichtliche Entwicklung und Lebendigkeit des Schnurrviertels darzustellen. Als Quartier der Bremer Altstadt mit größtenteils erhaltener und zusammenhängender Bausubstanz aus dem 15. bis 19. Jahrhundert hat sich der Schnurr zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten in Bremen entwickelt. Hier die alte Straße, die Häuser so eng und überhaupt, man ist in der Stadt, die dehnt sich nicht zu weit aus. Wunderschön, wunderschön. Ich habe gestern Abend hier schon verbracht und heute bin ich nochmal so ein ganz süßes Viertel. Einfach dieses kleine, verspielte, bisschen Kunst, viel Schmuckgewerbe, sehr nett. Aus einem schönen Ruhrgebiet und ich muss sagen, es ist hier noch wunderschöner. Es ist eine super Altstadt, tolles Wetter, tolle Atmosphäre, nette Leute. Der Tag ist einfach supi, man kann ihn toll genießen. Sehr gemütlich und mit sehr vielen netten kleinen Cafés und bei dem Sonnenschein ist es auch mal so schön. Also diese hanseatische Atmosphäre, die man hier also noch in einigen Bereichen findet, dieses ruhige, besonnene, aber gleichzeitig auch mondäne, ist sehr ansprechend. Super, es ist eine schöne Altstadt hier, also kann genau. Ich nur weiterempfehlen. Also so ein bummelt schön. Es ist sehenswert. Sehenswert, ja. Ne? Gleich gehen wir zu den Bremer Stadtmusikanten und dann ja. Schauen wir mal die Füße an, dass wir Glück haben. Ne?